Sehr mysteriös hier. Auch ein Geist. Die sehen irgendwie aus wie die Slimes. Moment, kann ich hier? Vielleicht kann ich ja, wenn ich hier die Bäume hochklettere, dann zurück nach links gehe. Du hältst bitte nicht... Oh, du hältst immer noch eins aus. Das ist gut. Und ein Herz. Ja, ich habe wieder drei Herzen. Kann ich hier hoch? Nein, da kann ich leider nicht hoch. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich hier hochklettere, kann ich nach links hier in die Bäume springen und dann zu dem Baum, wo die Statuen waren. Aber, aua, das habe ich mir dann doch anders vorgestellt. Naja, was soll's. Irgendwann komme ich da bestimmt hoch. Was ist das hier eigentlich für ein Geisterwald? Aua. Oh Gott. Okay, ich muss wirklich über die Bäume drüber. Moment, das machen wir. Aua, das habe ich mir anders vorgestellt. So, jetzt. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Gar nicht, oder wie? Dann muss ich wohl runterrutschen. Na toll. Dann muss ich hier wirklich die Bäume erklimmen. Weil anders komme ich nicht weiter. Das ist irgendwie gerade ein wenig unvorteilhaft, wenn man nicht richtig klettern kann. Und wenn die ganze Zeit Geister im Weg stehen. Denn die Geister sind böse. Aber wenigstens ist es wieder Tag. Das heißt, wir können auch keine Glühwürmchen mehr finden. Schade. Nein! Okay. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie ich da weiterkomme. Denn... Upp, nicht so, indem ich wieder zurückfalle. So, hallo. Ich sagte nicht so. Indem ich hier in die Krone klettere und in die anderen Kronen springe. Und dann muss ich hier einfach immer weiter nach rechts einen Satz machen. Und... Das Spiel will mich verarschen, oder? Da komme ich doch niemals mit meinem Affen dran. Das heißt, ich muss vom Baum als Affe abspringen. Moment, das möchte ich ausprobieren. Das wäre echt mies. So, komm schon, komm schon. Du blödes Spiel. Na toll. Na, Moment, das geht doch. Jawohl, das geht. Glück gehabt. Oh. Ja, genau, ein Affe. Und, hä? Moment. Geht's nicht weiter? Aber hier müsste ich doch durchkommen. Aber wie mache ich das? Jetzt bin ich verwirrt. Wie komme ich hier durch? Gibt es hier irgendwo einen Geheimgang oder so? Das ist aber jetzt blöd. Weil, wo soll ich denn sonst lang? Ich habe keine Ahnung, wo Oasis Town sonst sein könnte. Hier irgendwo was übersehen? Nein, hier geht es garantiert weiter, aber... Muss ich vielleicht einen Sonnenbaumtanz aufführen hier, damit sich das öffnet oder so? Also diese Bäume kann ich auf jeden Fall nicht. Und die Viecher sind unzerstörbar, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, nicht mal unser Kick verletzt sie. Dann kann ich die nicht besiegen. Ich bin gerade sehr ratlos. Ich denke mal, das hört man auch. Ja, hier kann ich auch nicht rechts weitergehen, statt oben. Kann ich euch umhauen oder so? Nee. Nein, die wollte ich eigentlich nicht machen, aber vielleicht bringt's ja was. Ja, ich kann mich selber damit schaden und mich umbringen. Toll. So viel bringt das also, ist klar. Na gut, ein Leben noch. Mal gucken, ob uns das irgendetwas bringt. Ich bezweifle es ja stark, aber hier war auch nichts, ne? Nein. Wenn ich hier hochklettere, ist da auch nichts weiter. Da kann ich auch nicht nach rechts gehen. Vielleicht ist das ja nachts offen. Vielleicht ist da... tagesabhängig irgendwas. Immerhin sind wir ja in so einem komischen Geisterwald hier. Das ist die einzige Chance, die ich gerade irgendwie sehe. Na gut, es geht nicht weiter, aber da oben war ein Glühwürmchen. Das hätte ich dann doch noch gerne. Sofern ich denn wieder hier hochkomme und sofern ich den Tanz hinkriege, um mich in einen Affen zu verwandeln. So, wunderbar, Chantal. Diesmal gehe ich über den Baum. Ja, wenn es denn klappen würde. Okay, dann klettern wir eben nochmal hier hoch. Die Zeit haben wir noch. So schnell geht die Nacht ja glücklicherweise nicht vorbei. Und dann hüpfen wir und hüpfen wir und hüpfen hier hoch. Gut. Unser zweites Glühwürmchen. Wuhu. Ja, ja, ja. Ich möchte bitte die Textbox wegmachen. Ich möchte... Hallo. Ach so. Okay. Nein, hier oben geht's auch nicht weiter. Oh nein, ich lasse mich nur treffen. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Wie komme ich hier durch? Leute, wie komme ich da durch? Vielleicht bin ich auch einfach in die falsche Richtung gegangen. Ich meine, links ging es ja auch bei den Nagas weit. Und jetzt, wo ich den Affen habe, kann ich da auch hochklettern. Das heißt, wir sind gerade voll in die falsche Richtung gelaufen. Juhu, ein Lob auf mich. Jetzt darf ich den Sumpf nochmal machen. Na gut, na gut.
Aua. Aber das Erforschen gehört ja auch zu solchen Spielen dazu. Und wenn man mal in die falsche Richtung läuft, dann weiß man wenigstens, was einen hier in Zukunft erwartet. Aua, geh weg. Ah, ich denke die ganze Zeit, die treffen mich, weil die so in mir drin spawnen und dann fügen mir doch keinen Schaden zu. Das ist irgendwie seltsam. Geh weg. Hier, jetzt ist es wieder rosa da oben. Hm, komisch. Und da unten ist nur Matschepampe. Ich möchte nicht in die Matschepampe rein. Die sieht sehr ekelhaft aus. Ich sagte, ich möchte nicht in die Matschepampe rein. Danke, danke. Ja, jetzt sehen wir hier wieder Risky Boots. Mach schneller, ich möchte weiterspielen. Continue. Das X to continue. Ich frage mich, wie oft ich hier noch sterben werde. Aber immerhin fangen wir weiter hinten an. Also weiter in die Richtung, in die ich überhaupt wollte. Oder? Moment. Oder? Nein, Moment. Blödsinn. Was erzähle ich hier eigentlich für einen Mist? Nein, doch. Wir fangen doch weiter hinten, als wir so in die Richtung, die wir sowieso wollten. Na gut. Hier ist wieder das und das kriege ich auch nicht auf, ne? Nee. Ich frage mich, welcher Stein da drin ist. Ich meine, nach Eis sieht das nicht aus. Feuer... Na, das wollte ich nicht, aber egal. Feuer auch nicht wirklich. Wahrscheinlich ist es der Golemstein, der unzerstörbare. Und nicht rennen, Chantae. Rennen und springen ist nicht gut. Dann fliegst du nämlich in den Schleim. Und du möchtest nicht in den Schleim fliegen, denn dann wirst du zu so einem hässlichen Kerl hier. Und grün. Und möchtest du wirklich grün sein? Ich glaube nicht, dass das dir stehen würde. Also, so komplett grün und schwarze Kleidung und schwarze Haare. Nein, nein, bleib so, wie du bist. Du siehst so gut aus. Glaube mir. Hüpf und hüpf. Und wie schön, dass wir über diese Steine sind, dass wir da bequem drüber springen können. Also wenn die da nicht wären, das wäre irgendwie blöd. Dann kämen wir nicht weiter. Ah, jetzt renn hier. Jetzt sind natürlich die... Aua. Friss das. Friss einen Blitz. Bam. Du bist tot. Haha. Ich glaube es einfach nicht, dass ich den ganzen Weg zurück muss, oder? Ich versuche mal, hier alle Schnecken zu besiegen. Vielleicht bringt uns das ja doch noch irgendwas. Weil... Oh, ich muss mal eben husten, sorry. So, geht direkt weiter. Weil mir erscheint die irgendwie ziemlich sinnlos hier. Die machen ja nichts. Ich kann einfach an denen vorbeispringen. Und deshalb vermute ich mal, dass es irgendetwas mit denen auf sich hat. Weil, irgendwas muss es doch mit denen auf sich haben. Komm schon, Spiel. Du wirst mir doch wohl recht geben, oder? Und falls ihr Chantae schon mal gespielt haben solltet und wisst, wie es weitergeht oder irgendein Geheimnis, an dem ich vorbeigegangen bin, dass ihr das wisst oder gesehen habt oder denkt, dass da was war, dann sagt mir das bitte auch. Der von Beams hat mir da ja auch schon ein Geheimnis in der Triple Fountain gesagt und da waren zwar nur Vasen, in Anführungsstrichen nur, aber die haben mir schön Juwel gegeben. Ich konnte mir die Boots holen, die mir den Spin-Kick ermöglicht haben. Und deswegen ist das gut so. Und da gibt es noch sehr, sehr viele Items, die ich kaufen will. Das heißt, selbst wenn da nur Juwelen sind, ich nehme es sehr, sehr gerne. Wirklich. Das könnt ihr mir glauben. Und ich denke mal, ich werde mir noch einige Float Muffins und andere Items kaufen müssen. Wenn ich hier erfolgreich sein will. Ach du schon wieder. Komm. Lightning. Ja, das musste ich natürlich jetzt nur erwischen. Und es hat dich natürlich nicht erwischt. Dann. Was? So, Moment. Jetzt. Nein, jetzt. So. Komm schon. Und Blitz! Jawohl, perfekt. Nein, dich mache ich. Dich überspringe ich. So, schieß deinen Feuerball. Und. Ach nee, da ist der Sand. Das ist blöd. Dann springe ich da besser nicht einfach so rüber. Das wäre mein Tod gewesen. Dann hätte ich nochmal von vorne anfangen müssen über dieser Stage. Das wäre auch irgendwie langweilig gewesen. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht sterbe. Und jetzt muss ich warten, bis die Schnecke wieder da ist. Oder vielleicht finde ich ja noch irgendwelche Glühwürmchen. Moment. Da oben? Wie komme ich da oben überhaupt dran? Da ist ein Stein auf jeden Fall, das sieht man ja. Also so, da wo ich mich festhalten kann, aber ich sehe sonst nirgendwo was in der Nähe, wo ich hochklettern kann, um den zu erreichen. Das ist, interessant. Wenn ich ins Tanzmenü gucke, dann habe ich auch nichts, womit ich fliegen kann, oder? Okay, doch, da unten habe ich was, mit dem ich fliegen kann, okay. Aber das sieht so aus, als würde ich das erst im vierten Tempel bekommen. Deswegen kann das noch was dauern. Na toll, komm schon. Nacht, bitte geh vorbei. Bitte geh vorbei. Ich kann mal gucken, hier ist noch eine Schnecke.
Okay, das sind die letzten beiden Schnecken. Merke ich sogar gerade. Und weil sie wieder erschienen sind, bezweifle ich irgendwie, dass etwas passiert. Aber man kann ja nie wissen. Deswegen müsst ihr hier einfach jetzt noch ein bisschen warten mit mir und mir zusehen, wie ich hier fein rumspringe. Und ich kann ja hier das Vieh jetzt nochmal töten gehen. Dann ist es nicht ganz so langweilig und vielleicht kriege ich noch irgendwas so in Richtung Edelsteine. Aua. Du blödes Mistvieh. Friss meine Wolke auf Doom. Cloud of Doom. Blitz. Hallo, das hatte ich voll getroffen. Du hast keinen Schaden genommen. Was soll das? Das ist irgendwie so ein bisschen wie die Blitzattacke von Pikachu in Super Smash Bros. Aber leider nicht direkt auf Chantae. Und na gut, dann würde Chantae Schaden nehmen. Aber wenn sie keinen Schaden nehmen würde, dann wäre das ziemlich praktisch. Dann könnte ich mich einfach so an den Gegnern dran stellen und einmal machen. Na gut, jetzt habe ich die Wolke. Oh, ich habe nur noch 5, merke ich gerade. Vielleicht sollte ich ein wenig sparsamer mit denen umgehen. Ehrlich gesagt sind die nicht so nützlich. Und ich glaube, es wird gerade heller im Hintergrund. Oder ist das nur so meine Einbildung? Ich meine gerade eben, wäre es dunkel gewesen. Ja, es wird heller. Tatsache. Das ist schon sehr cool. Moment, die Schnecke frisst das, oder? Wow. Also das Fressen verursacht Erdbeben. Aber was erwartet man noch bei solchen riesigen Schnecken? Ja, ich bin froh, dass sie nicht unseren Garten befallen. Das wäre irgendwie nicht so toll. Ich meine, die würden einmal Haps machen und weg wäre das Beet. Also wir haben so schon mit den kleinen Schnecken genug zu kämpfen. Und es ist natürlich nichts passiert. Gut, war irgendwie zu erwarten. Und hier war anscheinend auch mal eine Schnecke, irgendwie. Aber die habe ich nicht besiegt. Die war schon tot. Ach ja, da war noch dieses Stage hier mit dem Regen. Ich möchte einfach nur zurück nach Watertown. Ich renne jetzt einfach an euch vorbei und hier drüber und... Nein, ich renne nicht darüber, ich springe darüber. Und hier und du kannst mir auch gestohlen bleiben. Ich mag dich nicht, du bist... Und dich mag ich erst recht nicht, weil du mich getötet hast, du... Blödes Mistding. Nein, ich mag dich nicht. Du bist genau wie das andere, was mich getötet hat. So, keinen Schaden nehmen. Nein, da oben ist bestimmt nichts. Ich möchte jetzt einfach nur hier weg, weil das blöde Wolkenflug-Skelett-Ding... genau du da. Du machst uns zu viel Schaden. Geh tot. Geh sterben. So, wunderbar. Ja, und hinterlass uns nur ein kleines Mini-Juwel, weil wir brauchen ja nicht mehr. Wir heißen ja nur Chantae. Gut, da schwimmt schon wieder ein Stein. Ich möchte da wirklich nicht ins Wasser fallen. Und ich muss mich in einen Affen verwandeln, anders komme ich hier nicht hoch. So, tanz. Tanz, Chantae. Tanze für mich und verwandle dich in einen Affen. Mach dich zum Affen für mich, genau. Zum so dumm dumm. Aua. Ja, und fall voll in die Tomate rein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Mal, du hast ja noch genug Leben. Ist ja nicht so, als hätten dich jemals getötet. Wie mache ich das jetzt am besten? Nicht? Moment. Oh, es hat sich sehr wunderbar. Dann haben wir weniger, wir können hier hoch und warum lag das gerade so? Das ist irgendwie nicht schön. Aua! Gib mir noch ein Herz. Gib mir noch ein Herz. Gib mir noch ein Herz. Na gut, 5 Juwelen. 5. Nein, ich sagte 5 Juwelen sind auch gut. 1 ist ein bisschen zu wenig. Ich würde gerne mehr haben und es ist nachts. Aber wenigstens halten die Viecher hier nicht mehr aus als sonst. Das heißt, die Gegner, die man mit einem Schlag töten kann, die bleiben auch mit einem Schlag töten. Aber du gehst mir jetzt, glaube ich, ziemlich auf die Nerven. Ich gehe besser mal hier rüber, sonst hätte der uns ins Wasser geschubst. Und geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich möchte doch nur nach mir durch. Ich möchte nur nach Watertown. Lässt du mich nicht nach Hause gehen? Wenn du mich nicht gehen lässt, dann kann ich dich auch nicht töten. Nein, das war falsch. Wenn du mich gehen lässt, dann kann ich dich auch nicht töten. Das da unten kommt ja nicht dran. Toll. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich will hier nur noch weg. Ich will nach Watertown. Ja, hier ist schön. Hier kann ich speichern. Hier kann ich mein Leben wieder auffüllen. Watertown Gates, Wobbskill hat. Ich möchte speichern. Safe Room, da möchte ich rein, genau. Und dann rede ich nochmal mit den Gestalten. Vielleicht haben die mir was zu Oasis Town gesagt. Aber erstmal speichern. Hello Chantae, would you like me to save a record of your travels? Any previous information, bla. Ja, bitte. Und dann mache ich hier mal einen Schnitt und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.